Auch menschliches Gewebe oder Fleisch oder Wurst kann elektrischen Strom leiten. Das geschieht über Ionenleitung. Wir schließen hier zwei Elektroden direkt an eine Wurst an, schalten 220 Volt über einen Regeltrafo dazu. Die Wurst bekommt jetzt direkt die Spannung, das heißt, der Strom fließt jetzt durch die Wurst hindurch und erwärmt die Wurst dabei nach dem Ohmschen Gesetz. Das ist ein Widerstand. Man sieht, dass es bereits anfängt zu dampfen, dass die Wurst langsam danach aufplatzt und nach kurzer Zeit eigentlich sehr effizient und schnell aufgewärmt wurde. Das Experiment ist nicht ganz harmlos. Wenn man jetzt die Gabeln berühren würde, würde man einen Stromschlag erhalten. Wenn man die Wurst umdreht, sieht man auch den Effekt.